Go! Hallo Leute! Hallo! Und herzlich willkommen zum neuen Spiel, nämlich Super Mario Maker. Juckt der Schwarm? Fein. Mit Steffi und mit mich. Und wir fangen an mit, wir bauen hier nichts, wir spielen nämlich. Und zwar die 10 Mario-Herausforderungen. Ich habe das schon mal ein bisschen angezockt. Und zwar, man muss mit Mario. Fertig mit 10 Marios, 8 Level. Wo das ein Level, wenn Speicherbot, bla bla. Also da kommt die Levels, okay. Gibt es eine Geschichte? Dramatische Geschichte, Prinzessin Peach, wo die ihn führt. Oh nein. Oh nein. Von zwei Goombas. Oh. Und Bowser doch. Help! Mario, help me! Ach so, man muss gar nicht 8, man muss 8 Level spielen. Röhre nach drüben. 10 starke Mario-Männer. Stellen, oh Gott, Reason Cooper. Aber diese Spiele, die jetzt das System entwickelt, ja, genau, oder? Also, ja. Zum Kennenlernen. Oh krass, hey, cool. Aber oh, man kann auch was Cooles machen. Echt? Shit. Michi hat es schon gespielt, noch, oder? Ja, ein bisschen. Aber nicht zu viel. Ich schlage nur ein Thema vor. Krass. Pflanzen. Ich kann hier gar nichts nehmen, oder? Nee, shit, okay. Sieht lustig aus hier hoch, gell? Schön, dein Thema? Mein Thema? Ja. Das heutige Thema ist. Besser hier an mir. Echt, okay. Wie ernährt man es sich deiner Weise besser? Indem man nicht so viel Scheiß frisst. Okay. Das ist seiner Meinung nach Scheiß. Ja. Fastfood oder so? Fastfood eigentlich Süßigkeiten, aber. Und auch Getränke. Ich finde, man kann ja ein bisschen von was jedem, aber nicht zu viel. Okay. Ich nehme mir auch immer vor, nicht so viel zu essen. Aber du machst dich dran. Hältst du dich dran, oder? Ich versuche es. Aber so der Wille ist da. Der Wille ist ja alleine schon, oder? Weiter. Einfach weiter. Dann. Kennst du die Musik? Mhm. Super. Ein guter Tipp ist ja schon mal, keine süßen Getränke zu trinken. Dorf! Genau, süße Getränke. Oh, das ist cool. Ich kann auch eine Geschichte erzählen. Ich habe mal immer. Jeden Abend so. Du musst die richtige Tür finden. So Mezzo-Mix-Zeugs getrunken. Mhm. Und als ich das dann aufgehört habe. Ohne Zucker. Mit Zucker, dann habe ich. Da bist du auch hergekommen. Habe ich 2 Kilo abgenommen. Oh. Wow. Bist du rausgekommen. Okay. Nach rechts. Nach rechts? Ja. Da bist du hergekommen. Ich finde ja, Winter ist ja die ideale Zeit zum Abnehmen. Winter, oder? Weil du gibst ja so Plätze, das hat er. Ach, komm mal, siehst du ihn? Wie meinst du, Monty? Ja. Hopp, super. Man kann ja auch viel Sport machen. Ein bisschen. Winter? Sagen, nee, ja, keine Ahnung, warum soll ich. Trotzdem Winter ist ein super Thema. Aber ist doch Sommer leichter, oder? Du kannst zum Baden gehen, oder? Ich weiß gar nicht. Stimmt. Mexiko. Achso, ich hab gerade auf die Zeit geguckt. Ah. Eins Remix Oberwelt. Remix. Tüdelt. Ja, also ich hab noch irgendeinen anderen komischen Pilz in Mario. Wie kommt jetzt hier rein? Well, ist das Mario Plus Grafik, oder? Ja, das aber alle ist ein Mario, oder? Ich hab's ja nie selber gespielt. Hör, der kommt rein. Ach, dann ist das cool. Wir wohnen nicht mehr Zeit. Chevy, hör auf. Oh, Disco. Oh. Disco, geil, ja. Yeah. So wie auch damals gesagt, als ich es gesehen habe. Disco. Oh, was sagt ihr zu Disco? Ich will wissen, wie Disco. Ich sag mal, letzter Disco-Besuch schon ein bisschen länger her. Mhm. Mein letzter Party-Besuch. Was beschreibt man denn als Party? Ja, ist auch im Fasching war ich. Achso, hier rechts kann man auch noch irgendwie lang gehen, aber. Für Geburtstag waren wir. Ja. Das war ja eine Feier, oder? Keine. Das Feierparty ist gleich.
Disco? Gehen wir in Disco? Ja, auf in Disco. Warte, wir gehen in Disco. Um zu tanzen. Yes. Das ist der einzige Grund, warum man in Disco geht. Tanzen. Sollen wir in Disco sonst machen? Sauf. Nein, Leute, wir machen sowas. Wer macht denn sowas? Ich nicht. Echt, oder? Ich habe heute gehört, bei der Arbeit hat die eine gesagt, ja. Also, in der, so, also einfach den jungen Mädels da noch, dass sie, dass jetzt hat irgendeine Bilder von ihr gesehen und gesagt, ja, du siehst aus, als wärst du da betrunken. Und sie sagt, ich war da betrunken. Das habe ich auch gehört, stimmt. Help! Oh, Mario, help! Schlüpft durch den Buru-Kreis. Das ist ein bisschen tricky, tricky. Wir gucken, ob es gleich aufschaffen. Ach so, Buru-Sil. Ja. Dann, pam. Sind die Dinger so riesig? Ich bin anders gestorben mit dem Spiel. Echt, oder? Aber der Name wird jetzt hier unten eingeblendet. Licht. Ich habe eine neue Jacke. Ich habe auch eine neue Jacke. So, oder ist nicht neu. Peach hatte auf Ryan, das ist auch cool. Bam, bam, bam. Peach hielt hier übrigens. Boah, krass. Ich habe schon so ganz krass Levels gesehen. Das heißt, don't press anything, da musst du gar nichts machen. Weißt du, du hast jetzt Level voll, du hast das krasse Zeug gehe. Das habe ich dir aber gesagt. Schau dir doch auf. Transportiert, sage ich, sonst ist echt, das ist echt heftig. Siehst du? Ey, hast du schon geguckt, Alter? Monty Moe. Und it's Monty. Monty Moe. Aber das ist jetzt ein anderer Mario. Anderes Mario-Spiel, oder? Ja. Ich glaube, das ist das. Zu mir. So, come on. Uiuiuiuiuiuiui. Sie will mal sehen, nicht hier. Sehen, ui. Das ist ja für einen Arsch gewesen. Das sind ja so Schnucki-Level. So. Kennen für das Spiel. Das Level-Design-Dinger. Irgendwie. Ah, das ist so ein Buch auch dabei. Stimmt. Du hast schon komplett durchgespielt, oder mich hier? Ich glaube schon. Schalter an! Schalter aus! Da gibt es noch andere auch noch, Chefi. Wow! Bestes Spiel! Das ist hier Dinglos. Wie meinst du? Du musst. Okay, Chefi. Was meint sie? Laufen sie einfach und bleiben sie standen darüber. Was ist das? Stand up! For the champions, stand up! Oh, das ist so sicher. Hoch. Woher kommt dieses Geräusch? Das haben sie ja selber. Genau, beim Pfeil bitte. Dann, da, dam. Absetzen. Yeehaw! Das kommt aus der Röhre raus. It's fun in the sun! Was geht hier? Party noch? Oh, ihr Mario, was ist denn das? Siehst du das überall? Ja. Das heißt, du musst rennen. Sonst wirst du sterben. Schuss, ist das mit dem Hey, Ding. Regenbogen. Ich hab am Freitag voll den schönen Regenbogen gesehen. Ja. Das war echt toll. Feuerwehr. It's party! Jetzt muss ich einfach so sterben. Pass auf. Hä? Ich weiß, macht gar nichts. Ist unser Level fertig. Ich dachte, da ist das frei, alle. Ich hab's geschafft! Ich fliege nach Las Vegas. Serious? Okay. Da habe ich auch auf unser Super Mario Let's Play angespielt. Oh ja, was? Switched! Und jetzt kommen wir schon bereits zu Level 7, ne? Das heißt. Remix Mario Waschbär. Waschbär Mario. Also, ich hab's falsch vergessen. Hey, spuckst du Feuer oder was? Irgendwie schon cool, so die alten Spiele, gell? Liebe Schwanzi! Liebe, die alten Spiele! Schwanzi! Roter Schlag! Mich eine Frage an dich, okay? Wer schläft so?
Kirby? Nö. Wie mache ich es richtig auch nach? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache es falsch nach. SpongeBob. Stimmt. Aber ich habe es falsch gemacht. SpongeBob. Da kam vor einer Woche, kam so Folgen, da hat SpongeBob den Führerschein gemacht. Bei das die kenne ich schon. Der dass dann und dass sie dann explodiert und im Krankenhaus landet? Ja, ja. Die Folge, die kenne ich schon. Das waren ganz viele Folgen. Die habe ich schon mal gesehen. Die hat sie schon mal gesehen. Hm? Congratulations! Oh, nein! Ich hab gekackt. Schlecht, 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 schlecht. Wie fliegt man so schwul rum? Ne? Schlecht. 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 Das habe ich immer noch in Mario. Schlecht! Der Name wird eingeblendet. Schlecht. Machst du eben. Du darfst das schneiden. Oh, was habe ich denn da? Also. Jetzt habe ich die falsche SD-Karte verwendet. Mist. Das ist meine. Ich kann das tun. Du kannst das tun. Wir alle können das tun. Oh ja, das können wir. Wir können das auch. Kennst du dann auch die Folge, dass Patrick ganz easy den Führerschein bekommt? Was ist denn der Versuch gleich? Nee. Patrick? Ja, der Patrick. Der Patrick hat's Glück geschafft. Aber wohl, das ist jetzt zur Zeit Oktoberfest in München. Wer schon mal Oktoberfest war, schreibt es in den Kommentaren. Was war eure, was war das Beste, was ihr erlebt habt? Oktoberfest. Oktoberfest und Zwoxuf. Was ist unser Oktoberfest? Ich weiß nicht, Steffi. Mhm. Eins, zwei, so viel ist das. Dieses Spiel von, das war, ja, es hat reingeraten wie eine Bombe. Wie eine Bombe. Da gibt es ja noch mehr geile Spiele. Aber das ist ja auch schon zwei Jahre als Let's Play, oder? Ja. Oh, so viel damals Zeit. Damals waren wir noch sehr aktiv. Ich bin fast vom Ziel gestorben. Das ist typisch, aber auch irgendwie geil. Jetzt haben wir wieder 10 Marios. 10 Marios! 10 Marios! Wie lange nehme ich auf? Noch nicht so lange. Okay. Oh, wir können aber ein Level. Leute, wir sind bereit. Festung. 1-4 Remix. Festung. Remix. Oh, das ist lustig. Das ist eine Bowser-Statue. Statue of Bowser. 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 Hallo, schau wie du. Weißt du, wie es geht? It's raining, man. Ich hab echt gesagt, es ist jetzt so halb. Dingsbums hier. Wie ver. Ich kenn das ja doch schon. Verfigieren. Die Scheiße. Was? Das sieht ausgeblendet. Pfui. So jetzt dreckigen so. Wörter. Was war denn der Chefi? Ein Bowser. Kann ich irgendwie Feuer? Nee. Schweine? Das ist nur Bowser einfach. Das ist Bowser. Wird es geschafft? Ich möchte alle meine Freunde küssen. Ich auch. Ich möchte alle meine Freunde küssen, die ich gehört habe. Ich liebe euch. Echt. Ich habe bloß drei Freunde. Weißt du noch, die Gehstück? Oh, es ist sehr romantisch. It's tot. Nicht. Bowser war dabei. Dabei ist die Bowser sind doch gar nicht mehr hier. Also, das Check ist tot nicht. Ich hätte damals den Bowser verloren, nicht anzusehen. Hey, Fortsetzung folgt. Mit diesem, das hier ist der Hund, genau. Und mit dieser Ding können wir beenden wir das Ding. Sehen wir schon zum Bewältigen der 10. Herzlich Glückwunsch zum Bewältigen der 10 Mario Herausforderung. Es gibt viele verschiedene Level, darunter einige ziemlich verrückte. Es lohnt sich also, es immer wieder zu versuchen. Okay Leute, ich würde sagen, sind wir 10 neu. Echt? Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Adios, amigos, und habt einen schönen Tag. Genau. Ciao, ciao.